Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 945. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, während wir hier in Belgien sind. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, wenn man im Ausland ist und irgendeinen der dortigen Einwohner etwas fragt, dann spricht man doch im Regelfall die Sprache des Gastgeberlandes oder eine international verbreitete, ja, Fremdsprache. Mit kurzen Worten, ich spreche eigentlich, da ich leider kein Französisch kann, grundsätzlich im Ausland die Leute auf Englisch an. Denn ich finde es unerhört, wenn deutsche Touristen beispielsweise bevorzugt auf einigen spanischen Inseln die dortigen Einheimischen einfach auf Deutsch voll labern. Ja, so mit dieser Selbstverständlichkeit im Hintergrund, die müssen doch die Sprache der Gäste sprechen, die wollen doch schließlich unser Geld haben. Also werden die gnadenlos auf Deutsch angesprochen und leider haben sich auch einige Touristenecken schon, ja, gewandelt und antworten auf Deutsch. Ich finde, es ist nicht die Aufgabe der Gastgeber, sich den Gästen anzupassen, sondern ich sehe es vielmehr so, dass die Gäste sich den Gastgebern anpassen. Kurz und gut, so agiere ich auch, wenn ich in Holland oder Belgien bin, wobei in Holland ist das nicht ganz so ein Thema. Hier in Belgien ist es aufgefallen. Man spricht die Leute auf Englisch an und irgendwann stellt sich dann im Laufe der auch sehr kurzen Unterhaltung heraus, dass man aus Deutschland kommt. Und die sind dann völlig befremdlich, ist mir mehrfach passiert, dass sie sagen, warum sprechen Sie denn dann nicht Deutsch mit mir? Und ich so, okay, Deutsch ist ja neben Niederländisch und Französisch auch Amtssprache in Belgien. Klar, aber man kommt irgendwie nicht drauf. Letztlich ist das aber dann immer ein netter Einstieg in einen etwas erweiterten Smalltalk, denn meistens beginnt es ja so mit Smalltalk und dann hat man damit gleich ein Thema, ach, das wusste ich nicht, ach, guck an und so weiter. Und was ja Belgier überhaupt nicht verstehen, ganz nebenbei bemerkt, wenn man nach dem Namen des Königs fragt. Wir wussten es ernsthaft nicht, wie der belgische König heißt. Jetzt weiß ich nicht, wenn ihr mal in euch hineingeht. Wisst ihr es? Habt ihr eine Ahnung? Wie heißt der belgische König? Ich löse es jetzt nicht auf. Ihr könnt es gerne auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage nachlesen oder auch bei Wikipedia. Letztlich dachte ich, eigentlich gehört das zum Allgemeinwissen, eigentlich gehört es doch nicht zum Allgemeinwissen. Die Belgier denken natürlich, jeder in Europa müsste es wissen, aber nichts dergleichen. Aber weil wir gerade bei Sprachunterschieden sind, ich produziere den Nachtzug nach Hamburg hier auch an einem etwas lustigeren Gerät, nämlich an einem MacBook, welches in Belgien verkauft wurde. Und ihr habt keine Vorstellung, wie unterschiedlich diese Computer sein können. Ja, ein in Belgien verkauftes MacBook, das würde euch ja erstmal nicht wundern, hat eine andere Tastatur. Aber wie unterschiedlich die Tastatur tatsächlich ist, das kann man mit Worten nicht beschreiben. Das könnt ihr euch als Foto auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage gerne angucken, denn nicht nur die ewigen Klassiker wie das Z und das Y bei amerikanischen Tastaturen liegen an völlig anderen Stellen. Nein, nahezu alle Buchstaben sind an einer anderen Stelle angebracht, inklusive so wichtiger Zeichen wie dem Punkt. Wenn man eine Webadresse eingibt, man braucht ständig diesen kleinen Punkt und der befindet sich ganz woanders und man muss die Hochschreibtaste betätigen, die Shift-Taste, um an diesen Punkt heranzukommen. Das ist vielleicht der größte Unterschied, den man so als Deutscher bemerkt, wobei, wenn ich sehe, das M, das L, die Buchstaben sind alle an einer völlig anderen Stelle. Wenn man da was tippen muss, man muss wirklich sich konzentrieren und gucken, wo sind die einzelnen Buchstaben. Ich bin zwar niemand, der blind mit einer Tastatur schreiben kann, aber eine ungefähre Vorstellung, wo sich der einzelne Buchstabe denn dann nun befindet, die habe ich schon und damit hat mich dieses Keyboard hier von diesem belgischen PowerBook G4 sieht aus wie die heutigen MacBook Pros von Apple, also auch in einem wunderschönen Silbergehäuse, aber die ältere Baureihe, also das Ding hat mich wirklich bisher ein bisschen verrückt gemacht durch die unterschiedliche Tastaturanordnung. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko.